Hallo. So, das war's. Tschüss. Ja, was macht die Mannschaft für einen Eindruck? Jesko von Eichmann, Sky. Hallo, erstmal. Genau. Was macht die Mannschaft für einen Eindruck? Von hier wirkte das heute sehr intensiv. Also das, was von der Mannschaft da ist, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Hat Spaß gemacht heute. Muss auch sagen, wirklich, die U19-Jungs haben auch richtig Spaß gemacht. Und Intensität sollte heute drin sein. Das war Thema der ersten Woche. Das wollten wir heute vor allen Dingen auch bei dem 10 gegen 10 sehen. Dass wir ja, ein paar Prinzipien gegen den Ball uns erarbeitet haben und dann auch heute versuchen, auf den Platz zu bringen. Und ich glaube schon, dass die Jungs das sehr, sehr gut umgesetzt haben. Große Fußball, wie Sie ihn da auch bei der Mannschaft implementieren wollen? Das habe ich schon, das begleitet mich schon über Jahre, das Thema. Es gibt keinen großen Fußball, sondern Fußball grundsätzlich kann man nicht neu erfinden, denke ich. Ich glaube, jeder Trainer steht natürlich für eine bestimmte Art und Weise, das ist klar. Aber die gibt dann natürlich auch punktuell die Mannschaft immer mit vor. Und wir sind gerade dabei, uns so gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft große Lust darauf hat, sehr aktiven Fußball zu spielen, schnellen Fußball, Fußball, den man gerne guckt. Und das versuchen wir uns jetzt Stück für Stück zu erarbeiten. Spüren Sie da Nachholbedarf bei der Mannschaft, bei diesen Themen? Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, dass sehr viel Qualität in der Mannschaft steckt. Dass unter Lucien natürlich sehr, sehr viel Wert auf Ballbesitz auch gelegt wurde. Edin hat in den letzten 5, 6 Monaten dann das Thema Aktivität gegen den Ball, Intensität noch mehr mit draufgepackt. Und wir wollen einfach so in allen Spielphasen sehr gut sein. Ich glaube, das passt so zu Borussia Dortmund. Das muss unser Anspruch sein. Und dementsprechend versuchen wir dann auch, uns so Dinge zu erarbeiten. Ganz kurz, Ansgar Knauf, wenn ich das richtig von hier gesehen habe, ist frühzeitig runtergegangen. War das geplant oder war das... Wer ist frühzeitig runtergegangen? Ansgar Knauf, wenn ich das richtig gesehen habe von hier. Ansgar hat gar nicht mitgespielt. Ansgar ist leicht angeschlagen. Der hat den Beginn der Einheit mitgemacht. Genau, und beim Spielen war er dann nicht mehr mit dabei. Hat eine leichte Fußprellung, aber kein Riesenthema. Alles klar. Jürgen Kors von Ruhrnachrichten. Sie haben sich sicherlich in den letzten Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht, wie man hier startet beim BVB, wie Sie Ihre Ideen der Mannschaft beibringen. Jetzt haben Sie ja gerade mal ein Dutzend von Spielern aus dem Kader der ersten Mannschaft da. Wie schwierig macht es die Vorbereitung, wenn sie so zerstückelt ist, wenn die Spieler erst nach und nach dazukommen? Vor welche besonderen Herausforderungen stellt das auch Sie, wenn Sie die Mannschaft neu aufbauen und jetzt neu übernehmen? Ja, es ist... Es ist eine Herausforderung, gar keine Frage, aber die habe nicht nur ich, sondern die haben, glaube ich, fast alle Bundesliga-Trainer. Und wir nehmen die dann einfach auch an, sehen vielleicht auch eine Chance darin. Wir können jetzt sehr individuell auf Spieler eingehen in dem Fall. Und dann kommen die anderen Jungs nach und nach dazu. Und dann müssen wir einen Weg finden, weil wir nicht 4 oder 5 Wochen haben, um Automatismen gemeinsam zu erarbeiten, dass wir die Jungs schnell integrieren. Aber dazu passt dann einfach auch wieder, dass, wie wir gerade schon besprochen haben, am Ende der letzten Saison einfach schon viel in die Richtung gelaufen ist, wie wir uns das vorstellen. Lass mich mal einfach zeigen. Beim ersten Training haben Sie ja sehr lange mit Sigurd Schulz gesprochen. Das ist ja auch ein Typ, der ja keine leichte Zeit hat. Sehen Sie ihn? Vielleicht haben wir auch ein bisschen mit ihm gesprochen. Ja, ich schnapp mir jeden Tag 1 oder 2 Spieler, manchmal drin. Wenn schönes Wetter ist, dann auch draußen. Und will die Jungs natürlich kennenlernen. Wir wollen auch über die persönliche Situation ein Stück weit reden und einfach dann einen gemeinsamen Weg finden. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ansonsten wissen wir, glaube ich, alle, was Nico für Qualitäten hat, welchen Fußball er gespielt hat schon, warum er dann auch zu Borussia Dortmund geholt wurde. Und ich denke, es liegt dann einfach hier bei dem Verein, auch an jedem Spieler selbst, sich so zu präsentieren, dass man auch die Möglichkeit hat, für Borussia Dortmund zu spielen. Und hier ist der Schmuckicker. Wir haben Youssoufa Moukoko gesehen, der hat ein bisschen individuell trainiert. Wie weit ist er denn und wann erwarten Sie ihn dann auch bei der Mannschaft? Muki ist im Integrationstraining, aber noch individuell. Bedeutet, er arbeitet gerade mit dem Reha-Trainer. Immer schwierig, zeitliche Prognosen abzugeben, weil ihr uns ja dann darauf festnagelt. Aber es sieht jetzt momentan wirklich ganz gut aus und
ich als Trainer hoffe, dass er so in den nächsten 10 bis 14 Tagen dann auch ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ja, Benno, wie planen Sie denn mit Mokoko dann in der nächsten Saison? Letzte Saison war das ja noch, vielleicht verhalten ist ja auch noch sehr jung. Ja, ich finde, der letzte Fakt sagt dann ja auch schon alles. Also ich glaube, dass es für den Jungen natürlich erstmal sehr wichtig war, nach dem Hype und die Tage und Stunden wurden gezählt, bis er in das Alter gekommen ist, in dem er dann tatsächlich Bundesliga spielen kann. Dann wurden die Stunden gezählt, bis er das erste Mal eingesetzt wurde. Dann wurden die Stunden gezählt, bis er das erste Tor gemacht hatte. Ich glaube, das macht schon ein bisschen was mit so jungen Kerlen. Und am Ende des Tages müssen wir alle wissen, dass er aus der Jugend direkt in den Profifußball gekommen ist, mit großen Vorschusslorbeeren, mit großen Erwartungen. Aber wir müssen ihn schon auch schützen und behutsam aufbauen, ohne dass wir ihn in irgendeiner Form bremsen wollen. Das bedeutet, wenn er fit ist, wenn er so weit ist, dass er spielen kann, dann trifft für ihn das Gleiche zu wie für andere Spieler. Er muss sich zeigen, er muss sich anbieten, er muss im Training auf sich aufmerksam machen. Und natürlich ist man dann als Trainer auch immer gewillt und muss, wenn man so gute junge Spieler hat, die Jungs dann auch fördern und dann irgendwann auch reinschmeißen. Hi Markus, du und der René, ihr habt vorhin viel auch an der Taktiktafel gezeigt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, um was es da ging? Ging es da auch um das Anlaufverhalten in den verschiedenen Situationen? Ja, aber das war jetzt wirklich kein Hexenwerk und wir haben auch drei verschiedene Grundordnungen gespielt. Es ging dort eher so mal um allgemeine Dinge, dass wir jetzt nicht vogelwild durch die Gegend laufen. Aber das haben die Jungs natürlich auch schon grundsätzlich drin. Und so werden wir uns jetzt, wir haben vorher eine Sitzung in der Kabine gemacht, über ein paar Prinzipien geredet, die wir uns die Woche erarbeitet haben. So werden wir uns jetzt nach und nach dann einfach vorantasten und ein Gefühl für das kriegen, was der Trainer will und womit sich die Mannschaft wohlfühlt. Vielleicht noch die Frage, wie geht jetzt knapp eine Woche hier am Ball? Was ist denn so der größte Unterschied zu Ihren Stationen vorher, so vom ersten Eindruck? Also kein Unterschied ist erstmal, dass ich immer hervorragend aufgenommen wurde, auch hier wieder. Wirklich nicht überrascht, aber dann muss man doch schon sagen, die Art und Weise, wie wir als Trainerteam hier empfangen wurden, das ist schon außergewöhnlich, aber das war in Gladbach so, das war in Salzburg ähnlich. Ich glaube, es ist ein großer Verein, natürlich, das merkt man dann schon. Aber ansonsten arbeite ich mit Menschen zusammen, habe Lust auf das, was ich mache, bin gern mit Menschen zusammen und weiß, dass am Ende des Tages, wenn es dann irgendwann losgeht, im August wir erfolgreich sein müssen. Aber das war bei den anderen Stationen, denke ich, ähnlich. Vielleicht noch die Frage, England ist gestern ins Finale eingezogen, hat Bellingham schon kontaktiert, vielleicht auch noch gegen Sanchez. Jude habe ich vor dem Spiel eine Nachricht geschrieben, nach dem Spiel dann nicht mehr, weil wahrscheinlich dann 5000 auf dem Handy sind und ich weiß, wie das ist. Du schaffst das dann gar nicht, allen zu antworten. Ich freue mich natürlich. Thomas ist ausgeschieden, wieder ein Wermutstropfen. Aber klar schaut man sich seine Jungs an und fiebert dort auch ein Stück weit mit. Ja, freue mich einfach für ihn, dass er in dem jungen Alter Jaden dann natürlich genauso schon so ein Erlebnis haben darf. Und ich glaube, das Endspiel ist auch in Wembley, ne? Ja, also mehr oder weniger ein Heimspiel und die Chance, einen Titel zu holen, mehr geht dann natürlich nicht. Jaden, Markus, vielleicht auch mal ein ganz gutes Stichwort. Auf der Position braucht ihr ja dann einen Nachfolger, danach ist er schon gesucht, da gibt es auch Gespräche. Ist das so die einzige Position oder die Position, wo du sagst, da brauchen wir dann auf jeden Fall Verstärkung und die Mannschaft so, wie sie dann ist, top aufgehoben? Also ich glaube, grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass wir einen guten Kader haben. Und natürlich reden und diskutieren wir auch über Positionen. Aber ich glaube, dass es dort vor allen Dingen wichtig ist, bei den Namen, die ich dann immer wieder über uns auch lese. Ich glaube, wenn wir alle geholt hätten, die im Moment in der Zeitung stehen, dann hätte der Aki keinen Knopf mehr im Portemonnaie. Und wir hätten auch einen Kader von 46 Spielern. Ich glaube, dass es
uns gut tut, wenn wir das in Ruhe intern alles besprechen und dann schauen einfach, was noch passiert in Sachen Abgänge und möglicher Zugänge dann. Aber natürlich ist klar, wenn du Jadon Sancho verlierst, dann wissen wir alle, dass wir uns natürlich umschauen nach einem Flügelspieler mit Tempo, der 1 gegen 1 gehen kann. Das ist sicher eine Position, auf der wir noch was machen wollen. Danke euch. Dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Jetzt geht's auch los mit Regnen. Schnell nach Hause. Packt eure Telefone ein. Ciao. Ciao. Tschüss.